Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn 2. Ja, wir sind jetzt hier mit unserer geliebten Elaine und werden jetzt mal Aska einen kleinen Besuch abstatten. Kann ich eigentlich hier weg? Nein, natürlich kann ich hier nicht weg. Ach ja, wieder einmal dieser lange, beschwerliche Aufstieg. Wir haben ihn nicht vermisst. Wie gesagt, ich glaube, er ist ein bisschen komplizierter als damals. Nee, nee. Ah, zum Glück nur ein bisschen. Und ja, was Strife gesagt hat, warum muss das so auf so einem hohen Berg liegen? Ist doch klar, um Feinde besser sehen und abwehren zu können. Hört mal die Musik, mega geil. Briefkasten. Hinweis: Hier werden im Laufe des Spiels Briefe ankommen, deren Inhalt den E-Mails entspricht, die ich so während der Entwicklung von VD2 erhalten habe. Sie sollen sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anregen. Wie cool! Da ich niemanden bloßstellen will, wird natürlich der jeweilige Absender nicht genannt. Auch werde ich nichts am Inhalt oder an Rechtschreibfehlern verändern, um die Wirkung dieser Mails nicht zu verfälschen. Sollte jemand seine Mail hier wiedererkennen, so hoffe ich, dass derjenige das mir nicht übel nimmt und man ein wenig überlegt, warum seine Mail hier gelandet ist. Wie geil. Wobei ich viele Mails auch einfach nur cool oder lustig fand und es daher nicht als Strafe zu sehen ist, hier dabei zu sein. Zwinker, zwinker, zwinker. Und ja, einige Kommentare sind gemein, aber nur da, wo es angebracht ist. Man möge mir meinen Zynismus bitte verzeihen. Ich bin nur ein arg gebeutelter Vampir. Oh, Brief 1 ist schon da, cool. Werden die Waffen billiger, weil man ja zu viert ist? Spoiler! Und wie bekommt man jetzt Geld? Meine Schwester hat gesagt, dass VD2 im Dezember fertig wird. Welchen? Tutentun. Kommentar von Malix. Da es in VD2 nun viel mehr mögliche Partymitglieder gibt, die teilweise auch noch unterschiedliche Waffen verwenden, wird es alle Waffen in VD2 kostenlos geben. Ist doch klar. Sollen wir noch einen Brief lesen? Klar, wenn noch einer da ist. Macht Spaß, cool. Ich hab, wer weiß, wie oft ich hier vorbeikomme. Danke, dass ich ein paar Sachen nehmen durfte von VD, als ich unterwegs in Düsterburg spielte und das Spiel geschafft habe. Mit einem F. Und stand... diese Rechtschreibfehler. Am Ende, dass du geholfen hast, stimmt das? Nein, ich habe viel Geld dafür bezahlt, damit mich der wuchernde Grandy in die Credits erwähnt. PS. Ult, rocks und ruled. Ah, schön. Ja, das ist cool. Ich will... Anscheinend wird das ein optionaler Part. Ich will dich nur ganz kurz stören. Ich habe... Oh, süß. Ich habe eine Frage. Kann ich das auch machen? Die Personen vorstellen, wie du es in Vampires Dawn gemacht hast? Ja. Was? Das geht leider nicht. Das ist nur meinen vampiralen Fähigkeiten vorbehalten. Er ist so ein Schelm, ne? Wie viele wohl schon hier sind? Es sind schon echt viele Briefe angekommen. Hey Mister, ich habe da mal eine Frage. Geht Vampires Dawn 2 auf einem PIL? Oder PII? Keine Ahnung. Mit 64 RAM? Okay. Denn VD ist voll cool. Würde VD2 auch gerne gamen. Bitte beantworten Sie mir die Frage. Hey Mister, alles senkrecht. Ich hoffe doch, dass VD2 auch auf deinem Rechner läuft. Da du mich aber schon als Mister angesprochen hast, darfst du mich auch duzen. Ja. Hallo, ich bin der Sternchen, Sternchen, Sternchen und habe mal eine Frage und hoffe, du kannst sie mir beantworten. Wie komme ich zu den Kindern der Apokalypse? Ich habe auch schon Aisha erledigt. Es handelt sich um Vampires Dawn... Ja. Ah, gut, dass du es mir sagst.
Bei Aisha und den Kindern der Apokalypse hat bei mir nichts geklingelt. Aber Vampire's Dawn sagt mir tatsächlich was. Ja, das ist echt cool. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Hat er nicht weiter darauf geantwortet, frage ich mich gerade. Weil wenn er alle Fragen nur so scherzhaft beantwortet, ist zwar an der einen Seite witzig und cool, aber auf der anderen Seite auch fies. Weil dann stellt man dem eine Frage und man kriegt nichts Genaues zurück. Naja. Der RPG-Maker, da geht nicht. Dateiname RM2K3 und das ist ein ZIP-File. Er sagt mir, er kann es nicht open. Oh, dieses Denglisch. Und ich soll es nochmal runterladen. Wieso? Okay, da es nicht zu open geht, gehe ich mal davon aus, dass es zu extrem geclosed wurde. Wie geil. Da hilft nur ein Magical Drop in der Nähe von Thunderbluff oder ein hoher Skill in Opening. Ich persönlich bin immer sehr amused, wenn mein Kompi zu mir talkt, aber wenn er will, dass zu dir die File nochmal loadest, dann du das doch. Oh, what? Wie geil. Ich habe dich vor ein paar Wochen per Mail gefragt, ob ich dein Weltkarten-Chipset von VD in meinem Spiel verwenden darf. Und du hast es mir erlaubt. Jetzt möchte ich dich nochmal fragen, ob das okay ist, da ich keine Lust habe, mir sagen zu lassen, der hat einfach ohne Erlaubnis Maliks Chipset benutzt. Aber er hat doch schon gesagt, dass es okay ist. Zum Glück ist sowas sehr selten. Wenn ich alle meine Erlaubnisse doppelt bestätigen müsste, wäre ich mit VD2 noch heute nicht fertig, weil ich nur am Mailen wäre. Wobei, sicher ist sicher. Noch mehr da? Alter, wie viele Briefe sind schon hier? Hi! Halt mich bitte nicht für übermütig, aber ich wollte mal fragen, ob ich nicht in den Credits vorkommen könnte. Warum? Okay, da das Grandy bei mir in Uid auch gemacht hat, denke ich, für 50 Euro geht das klar. Also Leute, ich sag's euch gleich, so viele Briefe wie halt hier sind, ich weiß ja nicht, wie viele hier noch kommen. Ich mache diesen Part optional, also falls ihr das nicht sehen wollt hier, ich finde das mega geil, aber falls ihr so sagt, oh, mega langweilig, ist okay, dann überspringt den Rest des Parts. Ich mache dann hier direkt einen Cut, nachdem es fertig ist und ja, fertig ist. Ich wollte nur mal fragen, woher du die Blutschrift hast. Denn wenn man sich aus deinen Sätzen Buchstaben rausschneidet, sieht das nicht so toll aus. Kein Kommentar. Ja, was soll man dazu noch sagen? Kein Kommentar. Du sollst es einfach lassen, ich mach's selbst, sagt mein Bruder. Ich, die arme ältere Schwester, fungiere nur als Sekretärin. Hey, ich glaube, ich brauche auch eine. Danke, dass Sie mir zurückgeschrieben haben. Ich habe die VD2-Demo noch nicht gedownloadet, da ich nicht ein Fan von Demos bin und da es mir zu lange ging. Wann kommt denn VD2 heraus? Und ist es normal, dass ich, um die VD2-Demo zu downloaden, eine Stunde und 50 Minuten brauche? Das kann vorkommen. Schreiben Sie bitte zurück. Ja, das ist sicher normal. Der Server hat eine spezielle Geschwindigkeitseinstellung, die unabhängig von der Geschwindigkeit der Internetanbindung die Downloadzeit von Vampire's Dawn auf genau eine Stunde und 50 Minuten setzt. Ist echt ein klasse Spiel. Ich hab's normalerweise nicht so mit Rollendingern. Du hast mich süchtig gemacht. Hoffentlich muss ich nicht zu lange auf Teil 2 warten. Ich bin schon fast eine Mumie mit 30. Geh. Bussi. Bussi zurück. Oh, ist das geil. Hallo Malex, ich hoffe, die Mail kommt bei dir an. Ich bin ein großer Fan von dir und deinen Spielen. Ich hätte da eine Frage und wollte dich fragen, ob du einverstanden bist, gekürzt wahrscheinlich, ne, dass ich sie dir stelle. PS, an Vampire's Dawn müssen Götter am Werk gewesen sein. Bitte Fragen sofort stellen, nicht erst um Erlaubnis bitten. Ich bin nur ein Halbgott. Hallo, ich wollte fragen, wann das Spiel Vampire's Dawn 2 rauskommt.
Tag, Monat, Jahr. Okay, Fragen mit selbiger Thematik habe ich circa ganz oft auf jeden Fall mal bekommen. Leider vermochte auch meine Kristallkugel nicht, mir einen genauen Termin zu nennen. Er ist so cool, ey. Malix, ich liebe dich. Hi, dein Spiel ist echt gut. Ich habe aber ein paar Fragen. Ach, vergiss es, dein Spiel ist blöd. Eternal Legend ist besser. Hey, ich finde dich echt cool. Ach, vergiss es. Uncle Sam ist viel cooler. Das ist sogar auf sowas, was dich antwortet, ey. Hallo, ich bin... Und dein Spiel ist toll. Ich habe den RPG Maker 2003. Wenn du möchtest, kannst du ihn von mir haben. Tuten tun. Solche Angebote habe ich auch ständig bekommen. Danke, dass ihr alle immer an mich denkt. Hi, Malex. Ich finde dich absolut notgeil. Hahaha. Und ich bin geil. What the fuck is going on? Mal wieder kein Kommentar, weil einfach nur LOL, Roffel und so weiter. Oh, okay, das war es mit den Briefen. Ja. What the fuck kann ich einfach nur sagen? Diese Briefe. Okay, dann ist es ein sehr kurzer Part, den werde ich wahrscheinlich, sie haben Post oder so. Aber ich habe es ja versprochen, ich werde hier einen Cut setzen. Ich finde das unglaublich geil. Wirklich, das ist eine richtig geile Idee auch von Manix. Und es hört automatisch wirklich auf, dann wirklich. Also, es sind wirklich viele Briefe direkt angekommen. Das ist cool. Also, wir sollten uns den Briefkasten gut merken. Ich finde sowas so geil. Ich weiß nicht, ob das ja wirklich in seine Antworten sind oder ob das nur die Antworten hier sind, im Spiel eher darauf. Weil das klingt schon eher danach, weil ich glaube nicht eigentlich, dass Manix so komisch darauf antworten würde. Er hat sich jetzt echt einen Spaß gemacht. Wahrscheinlich jetzt am Schluss irgendwie des Spiels noch gemacht, so als kleines Easter Egg. Und ja, weil so eine Mail auch zurückzuschreiben, einfach nur mit keinem Kommentar oder Bussi zurück und so, ich weiß nicht, ob er das wirklich gemacht hat. Was glaubt ihr? Also ihr könnt mir jetzt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall, Malix ist eine echt verdammt coole Socke, kann man nicht anders sagen. Also, ich finde den Kerl genial. Auch wenn ich ihn ja kaum kenne, außer aus seinen Spielen. Aber das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Alles klar. Ja, wie gesagt, ne, das war der Part, sie haben Post und, oder... You have mail. You've got mail. Whatever. Ja. Ach, die gute Whatever, ne, die würde ich auch gerne nochmal treffen. Wer kennt sie nicht aus VD1? Echt, ey, wie ist Malik darauf gekommen? Ich könnte mir auch meine Mail schreiben und ihn fragen, ey, wie bist du damals eigentlich auf dem Namen Whatever gekommen? Das ist so dämlich. Ich glaube, ich nehme mal irgendwann Kontakt zu Malik auf, je nachdem, was ich für Fragen auch so in meinem verrückten Kopf noch ergeben und so. Ich glaube, ich muss mit dem einfach mal schreiben, einfach aus Prinzip. Ach ja, schön. Alles klar, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen Mini-Part und ich hatte ihn auf jeden Fall... Ich finde es, wie gesagt, mega geil. Ich hoffe, ihr habt mit mir zusammen den Rest geguckt. Irgendwann gibt es nochmal so einen Part. Und, ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!